Juan Pujol Garcia war ein Doppelagent während des Zweiten Weltkriegs. Er gab vor, für die Nationalsozialisten zu arbeiten, während er eigentlich ein Agent der Briten war. Seine Hauptaufgabe war es, den Deutschen falsche Informationen zukommen zu lassen, um sie in die Irre zu führen. Seine deutschen Vorgesetzten dachten, dass er in Großbritannien lebt und dort verdeckt arbeitet, also Informationen beschafft. Allerdings lebte Garcia eigentlich im sonnigen Portugal und fütterte von dort aus die Deutschen mit Falschinformationen. Dabei war er so selten in Großbritannien gewesen, dass er sehr wenig über die Kultur und Lebensweisen der Briten wusste. Obwohl einige seiner Informationen komplett weird klangen, waren die Deutschen aufrichtig erstaunt über ihren Superagenten, der so viel wusste. In einem seiner Berichte an die Deutschen war dem Brie wohl so langweilig, dass er einfach mal random behauptete, dass gerade in Schottland die Leute unfassbar gerne Wein tranken. Der Kerl ging sogar so weit, dass er einfach mal behauptete, ich habe in Wales übelst die heftige fanatische Gruppierung gegründet, die weitere Informationen für mich sammelt. Die Gruppe heißt die Arische Weltordnung. Eine Organisation, die zwar nicht existiert, aber hey, die Informationsstellen der Deutschen dachten sich wahrscheinlich geiler Typ.